Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es passt ganz schön. Heute Abend wird hier im Landtag eine Fotoausstellung eröffnet. Und vielleicht haben ein paar von Ihnen auch schon die Bilder gesehen, die im Foyer hängen zwischen den Fraktionszellen von Grünen und FDP. Und wenn man da mal hingeguckt hat, die sind von Dr. Niem Pagenkemper, einige kennen ihn ja auch vom Landesfischereiverband. Wenn man sich diese Fotos anguckt, dann sieht man, welche Schönheit unsere Natur zu bieten hat und wie viel Vielfalt die Natur zu bieten hat. Und ich glaube, allein diese Schönheit, die wir auf diesen Bildern präsentiert bekommen, würde sich dann anbieten, dass wir alle gemeinsam dieses neue Landesnaturschutzgesetz, was wir heute hier verabschieden wollen, auch miteinander verabschieden würden. Aber es geht natürlich nicht bei dem Erhalt der Natur um die Ästhetik. Es geht darum, und das wissen wir eigentlich auch alle zusammen, dass die Artenvielfalt, die Biodiversität, unsere Natur ein Netz ist, ein Netz der Arten, das uns alle zusammenträgt, das uns eine Existenz hier auf dieser Erde ermöglicht. Und jede Art, jede einzelne Art ist in diesem Netz ein Knotenpunkt. Und mit jeder Art, die wir auslöschen, die wegstirbt, verlieren wir einen Knotenpunkt in diesem Netz, das uns trägt. Und wenn wir dann wissen, dass in Nordrhein-Westfalen 45% der Arten gefährdet, vom Aussterben bedroht oder längst ausgestorben sind, dann sollte uns allen das miteinander zu denken geben. Und wir sollten, was Artenvielfalt angeht, auch ein bisschen in puncto Polemik abrüsten und ein bisschen mehr gucken, dass wir gemeinsam vorankommen. Und ich glaube, es lohnt sich an der Stelle auch immer wieder daran zu erinnern, an Johan Rockström, der den Bericht zur Belastbarkeit unseres Planeten veröffentlicht hat mit seinem Forscherteam, daran zu erinnern, dass er drei Bereiche festgestellt hat, in denen wir Probleme haben auf diesem Planeten. Ein Bereich ist der Klimawandel, den diskutieren wir immer wieder, das ist auch richtig so, dass wir das tun. Aber die Forscher machen zwei Bereiche aus, wo die Belastung noch höher ist. Der eine Bereich ist der Stickstoffkreislauf, da haben wir in den letzten Tagen auch einiges zu hören dürfen. Der andere Bereich aber, und das zeigt nochmal die Dramatik, die wir da haben, ist der Bereich der Artenvielfalt. Die Forscher sagen, das ist der Bereich, den wir kaum noch in den Griff kriegen können. Beim Klimawandel können wir, wenn wir uns wirklich bemühen, es schaffen. Beim Bereich der Artenvielfalt, weil so viele Arten längst verschwunden sind, weil unser Netz der Artenvielfalt schon so löchrig ist, wird es extrem schwierig für uns. Und ich glaube, meine Damen und Herren, das alleine rechtfertigt schon, dass wir hier deutlich versuchen, im Naturschutz voranzukommen mit diesem Gesetzentwurf und dass wir versuchen, die Probleme anzugehen und sie zu lösen. Und da muss man an der Stelle auch, Herr Deppe, da muss man auch von den Naturnutzern auch Eingeständnisse, Kompromissbereitschaft erwarten. Und die ist ja auch erfolgt. Ich verstehe gar nicht, was Sie eben gerade gesagt haben. Sie haben losgeredet, als ob Sie die ganze Debatte gar nicht mitbekommen haben, die wir da hatten. Sie reden von 600.000 Menschen, die in den Verbänden organisiert sind. Da sage ich Ihnen zum einen, im ländlichen Raum leben noch ein paar mehr als diese 600.000, nämlich ein Drittel unserer Menschen, die sind schon mal nicht in den Verbänden. Und von den 600.000, die Sie erwähnen, waren hier anlässlich einer Demonstration gegen das Landesnaturschutzgesetz 60. 60 von 600.000. Das zeigt doch, dass die überwiegende Mehrheit das, was Sie meinen, da an Problemen festzustellen, nicht teilt. Meine Damen und Herren, wir machen mit diesem Gesetz eine Menge guter, ja, Ihr Protest zeigt, dass es getroffen hat. Wir machen mit diesem Gesetz viele gute neue Regelungen. Wir machen die Voraussetzung für einen wirksamen Biotopverbund, um wieder ein Rückgrat für eine intakte Natur zu bilden. Wir sichern die wertvollen letzten Grünlandflächen, die wir überhaupt noch haben. Wir schaffen, das haben Sie auch besonders bekämpft, wir schaffen mit den Wildnisgebieten neue Schutzräume im Wald und sichern diese auch ab. Da sage ich Ihnen an der Stelle auch noch mal, Sie haben das Konzept dieser Wildnisgebiete überhaupt nicht verstanden. Sonst würden Sie nicht darüber diskutieren, ob man das im Erbfall noch irgendwie wieder rückabwickeln kann. Das ist eine völlig irrige Vorstellung. Und wir sichern, auch das war ja in Ihrem Antrag besonders lustig,
als Sie sich zu den biologischen Stationen äußerten und wie Sie die in Ihrer Zeit noch so schön abgesichert hätten. Ich kann mich daran erinnern, ich habe im Kreistag gesessen und mit der Kreistagsfraktion der CDU gemeinsam dafür gesorgt, dass die ausfallenden Landesmittel für die Biostation ersetzt worden sind. Sie haben die Biostationen gefährdet im Land Nordrhein-Westfalen. Wir sichern sie jetzt ab. Und wir geben auch den Naturschutzbeiräten wieder mehr Mitsprachemöglichkeit. Gleichzeitig, und das zeigt, wie viel Kompromiss auch in diesem Gesetzentwurf drinsteht, haben wir aber gesagt, wir bleiben bei der Parität. Aber das, was Sie wollen, was Sie in Ihrem Vorschlag da unterbreitet haben, nämlich da noch jede Menge weiterer Verbände aufzunehmen, das völlig aufzublasen, das Gremium, bis es überhaupt nicht mehr diskussionsfähig ist, das glaube ich, das können Sie nicht ernst gemeint haben. Wir haben den Prozess der Beratung über einen langen Zeitraum geführt. Wir haben viele Gespräche geführt, manchmal mit dem Kollegen Meesters zusammen, auch alleine die Grünen, SPD. Wir haben die Anhörung gehabt, wo wir viele Anregungen aufgenommen haben. Und wir haben, glaube ich, aus diesem langen Beratungsprozess viel aufgenommen. Wir haben etliches noch am Gesetz im Sinne auch der Nutzer und der Schützer jeweils verbessern können. Und da will ich mal ein Beispiel, greife ich raus, das ist das Beispiel wildschonende Maat, wo wir mit dem Bauernverband, das kam vom Rheinischen Bauernverband, die gesagt haben, kann man das nicht noch ein bisschen näher an der Praxis machen? Könnt ihr da nicht, wenn es an Hanglagen ist, wenn es gefährlich wird, dass man mit dem Trecker umstürzen kann, wenn man so mäht, wie es vorgeschrieben habt, können wir das nicht noch anders machen? Ja, da sind wir natürlich auch drauf eingegangen, haben gesagt, jawohl, dann nehmen wir eure Vorschläge auf, das machen wir so. Da haben wir der Landwirtschaft konkret ein Angebot gemacht. Und es gibt ein Beispiel, wenn Sie die LZ gelesen haben, Herr Deppe, dann fällt Ihre ganze Rede von heute in sich zusammen wie ein Soufflé. Wenn Sie das, wir kriegen höchstes Lob von einer Zeitung, die uns nicht so oft lobt an der Stelle, aber da tut sie es. Die Vereinbarung zu den Streuobstwiesen, die ist hervorragend. Und da kombinieren wir Freiwilligkeit auf der einen Seite. Wir machen da viel möglich, wir geben viel Spielraum für sowohl die Landwirte als Flächenbesitzer und die Naturschützer, die da zusammen was erreichen sollen. Aber wir hinterlegen es auch mit einer gesetzlichen Regelung, die greift, wenn das nicht funktionieren sollte. Meine Damen und Herren, insgesamt, das glaube ich, konnte ich ein wenig verdeutlichen, dieser Gesetzentwurf, Augenmaß pur, das, was Sie von uns immer erwartet haben, haben wir umgesetzt. Und Sie wollten einen ganz anderen Weg gehen mit Ihrem Änderungsantrag. Und ich kann Ihren Änderungsantrag nur so verstehen, dass Sie sich bei Ihren Nutzerverbänden einschmeicheln wollten. Denn Sinn und Verstand steckt da aus meiner Sicht nicht dahinter. Wenn Sie das 1 Hektar Vorkaufsrecht erwähnen, Sie fallen hinter die Regelung des Bundesgesetzes zurück, das Ihre eigene Fraktion novelliert hat im Bundestag 2010. Also da müssen Sie doch mal Deckungsgleichheit erzielen zwischen Ihren beiden Fraktionen. Sie missachten übergeordnete Rechtsvorschriften bei Ihrer 1:1 Ausgleichsregelung, die Sie immer wie ein Mantra vor sich hertragen. Die Bundeskompensationsordnung lässt es nicht zu. Also hören Sie doch auf, hier solche Vorschläge zu untermauern. Was Sie gemacht haben, ist Ihr naturschutzpolitischer Offenbarungseid. Wir, meine Damen und Herren, haben hier ein gutes Gesetz vorgelegt. Wir werden etwas erreichen damit für den Naturschutz in diesem Bundesland. Wir werden mehr Artenvielfalt, mehr Artenschutz erreichen. Das ist ein guter Tag für den Naturschutz in Nordrhein-Westfalen und für die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen, die die Natur schätzen und lieben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüsse. Für die FDP-Fraktion.